Herzlich willkommen zu einer neuen MyDSV-Kurzanleitung. Das heutige Thema ist das Erfassen einer Schadensmeldung. Grundsätzlich haben Sie in MyDSV hier zwei Möglichkeiten. Die erste ist über die Transportübersicht und dann über die jeweilige Sendung auf der rechten Seite die drei Punkte. Und dann können Sie hier eine neue Schadensmeldung eingeben. Die zweite Möglichkeit findet sich auf der linken Seite über den Button Claims. Hier haben Sie grundsätzlich erstmal eine Ansicht über alle eingereichten Schäden und haben dann oben die Möglichkeit, auf neue Schadensmeldung zu klicken. Bei der neuen Schadensmeldung erfassen Sie bitte zuerst die Sendungsnummer der jeweiligen Sendung und Ihren Kundennamen bzw. den Namen des Unternehmens, der den Schaden hier anmeldet. Als nächstes wählen Sie das Land aus, in dem der Schaden voraussichtlich aufgetreten ist, und die Division, die hier voraussichtlich zuständig ist. Dann können Sie uns noch eine Referenz angeben, eine eigene interne, und dann sind wir schon in den Schadensinformationen. Hier wählen Sie bei der Versicherungsart bitte DSV Cargo Insurance aus, wenn Sie die Sendung über DSV versichert haben. Wenn die DSV nicht für die Versicherung zuständig war, dann wählen Sie bitte Freight Forwarders Liability. Als nächstes geben Sie hier die Schadensart an, also Beschädigung, Diebstahl, Entführung, Nässeschäden. Hier gibt es eine große Auswahl und geben uns zunächst dann noch Informationen zur betroffenen Ware, und zwar hier die Warenart, sei es elektronische Güter, Gebrauchtes, Kraftfahrzeugmöbel etc. Sie sehen das ja hier in der Liste. Dann geben Sie uns das Gewicht der beschädigten Ware an und die Höhe des Schadensbetrags inklusive der Währung. Wir können uns dann das Datum noch angeben, an dem der Schaden voraussichtlich aufgetreten ist, und können uns hier den Schaden noch beschreiben bzw. Anmerkungen machen. Und zu guter Letzt, wenn Sie noch Anhänge wie Fotos zum Beispiel hochladen möchten, können Sie das hier unten tun und gehen dann einfach auf Schadensmeldung einreichen, und das jeweilige Team wird das dann übernehmen bei uns und wird sich bei Ihnen melden. Und das war's.